Ja. Ja, Sarah, erstmal vielen Dank für diese interessante Session. Ich habe mich ganz bewusst für dich entschieden, weil ich die Fragestellung interessant fand und war dann überrascht, wie viel Interesse hier auch da gewesen war, weil du hast ja nur diese eine Frage Future of Learning gestellt und offensichtlich trifft das auf ein großes Interesse. Was war denn dein Eindruck und was hast du mitgenommen aus der Session? Also ich fand es sehr, sehr spannend, dass es... Also ich habe es ja sehr offen gelassen und ich fand eigentlich auch spannend, so was passiert damit. Ich habe zwar irgendwie, ich bin eingestiegen mit dieser Aufmerksamkeit und hat sich dort was geändert, aber ich habe schon den Eindruck, da ist irgendwie, da hat sich was verändert, da wird sich auch was verändern, aber ich kann das nicht greifen. Und hier habe ich mal die Möglichkeit, Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen irgendwie zusammenzubringen, die irgendwie da, wo jeder irgendwie was anderes dazu sagen kann. Und ich finde, das war interessant zu sehen, wie kontrovers das hier diskutiert wurde und auch wie vielschichtig letztendlich. Und ich glaube, das liefert eigentlich einen guten Ausgangspunkt für viel, viel mehr. Also viel, viel, viel mehr Diskussionen in die Richtung oder überhaupt mal, was einer so schön sagte, darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren und entsprechend daraufhin zu handeln. Ja, danke. Das war genau mein Punkt gewesen. Das fand ich auch wirklich das Interessante, dieses Thema mal bewusst anzugehen. War denn noch irgendetwas, was dir so hängen geblieben ist von den Beiträgen? Weil offensichtlich das ja ein Thema ist, was dich selber sehr stark antreibt. Ich glaube, ich muss mir da mal für mich die Gedanken sortieren und mal gucken, wie spinne ich diese ganzen Eindrücke irgendwie weiter. Oder vielleicht werde ich auch nochmal mit dem einen oder anderen irgendwie in Diskussion treten aufgrund des Inputs, den ich hier bekommen habe. Gut, danke Sarah und nochmal vielen Dank von meiner Seite.